Der US-Rapper Kanye West ist in letzter Zeit vor allem mit diversen verbalen Ausfällen aufgefallen, weshalb zahlreiche Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem 45-Jährigen aufkündigten, darunter Adidas, Gap und Balenciaga. Nun hat West bei Instagram erklärt, in der Folge an einem einzigen Tag 2 Milliarden US-Dollar verloren zu haben. Allerdings zeigte sich der Musiker wenig beeindruckt. "Und ich bin immer noch am Leben", fügte er hinzu. Hintergrund sind mehrere antisemitische Äußerungen des Musikers, für die er bei Twitter gesperrt wurde. Außerdem äußerte er sich abfällig gegenüber Schwarzen. So erklärte er zum Beispiel, Schwarze hätten sich in den USA freiwillig versklaven lassen. West leidet an einer bipolaren Störung.